Und jetzt habe ich, wie angekündigt, Birte Jensen zu Gast im Studio. Hallo, Frau Jensen. Hallo. Sie haben ein Buch geschrieben, Das Leben ist nicht extra small. Es geht um Magersucht. Wie kam es dazu, dass Sie das Buch geschrieben haben? Ja, ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, erst mal angefangen zu schreiben und das Ganze so ein bisschen runtergeschrieben, für mich nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen und habe dann ja im Verlauf der Schreibenszeit gemerkt, dass es mir selber unglaublich gut tut und dass man das alles nochmal aus einem anderen Blickwinkel sehen kann. Ja, und dann wurde es immer mehr. Magersucht ist ja für viele erstmal ein schwieriges Thema. Wie kommt es denn überhaupt zur Magersucht? Wie war es vielleicht bei Ihnen damals? Also bei mir persönlich waren es ganz viele verschiedene kleine Dinge, würde ich sagen, die dann halt irgendwann so den Knall gegeben haben, mehr oder weniger, und das halt dann dazu gekommen ist. Also jetzt einen bestimmten Auslöser könnte ich gar nicht mal groß benennen. Das waren wirklich Stress, so die allgemeinen Pubertätsfragen wahrscheinlich, mit denen sich jedes Mädchen vor allem auseinandersetzt. Und das kam alles zusammen. Sie haben es aber bemerkt, Sie sind da wieder rausgekommen. Wo war der Punkt, als Sie gemerkt haben, irgendwas läuft hier schief, ich bin magersüchtig? Also so der wirklich entscheidende Punkt für mich war so diese 51,9 Kilo Grenze, wo ich dann selber gedacht habe, okay, jetzt ist es eigentlich wirklich genug, jetzt könnte sogar noch ein bisschen mehr drauf, und es dann halt einfach nicht ging. Also ich habe mir wirklich vorgenommen, ein bisschen noch zuzunehmen oder wieder normal zu essen, und dann hat der Kopf halt es nicht zugelassen. So eine Situation beschreiben Sie auch in dem Buch immer wieder. Sie versuchen die Magersucht immer zu beschreiben und reden von einer Stimme, die Sie immer weiter treibt. Was genau hat das mit dieser Stimme auf sich? Also ich definiere es für mich eigentlich so, dass jeder diese, so ein bisschen so eine Antreiberstimme im Kopf hat, ja, die vielleicht mal unzufrieden mit irgendwas ist oder die ja, so diese Disziplin darstellt. Und bei mir hat die dann halt einfach überhand genommen. Also das war dann wirklich so diese Seite oder diese Stimme, die dann alles bestimmt hat und wo dann dieses Mitspracherecht gefehlt hat. Also Sie haben das Gefühl, Sie haben dann keinen eigenen Wille in dem Sinn mehr, sondern Sie möchten was essen, aber es erlaubt Ihnen keiner. Muss ich mir das so vorstellen? Ungefähr, ja. Also der Wille ist natürlich da, aber der Stress, der dann danach kommt, wenn man seinen eigenen Willen quasi durchsetzt, durch diese Stimme halt, der ist dann ja so stark, dass ich es lieber gelassen habe oder dass man es lieber gelassen hat. Was erzählt das Buch noch, außer Ihre Geschichte, vielleicht Stichwort Familie, Freunde, wie geht es denen damit? Genau, also meine Familie und Freunde haben da auch was zugeschrieben. Ja, für die war es, glaube ich, auch nochmal so ein Revue passieren lassen, gerade auch für unsere Viererklicke. Wir haben uns dann nochmal alle zusammengesetzt und nochmal an dem Teil ein bisschen geschrieben. Und da ist uns halt aufgefallen, dass es einfach während dieser Zeit ganz, ganz viele Missverständnisse untereinander gab, wo wir gar nicht drüber geredet haben und halt auch Dinge, die man sich gar nicht unbedingt getraut hat anzusprechen. Und die dann oftmals auch falsch aufgefasst wurden. Wir haben es jetzt schon mal angesprochen, Sie sind quasi geheilt. Wie lang ist der Weg und wie kommt man überhaupt aus der Magersucht raus? Also gedauert hat diese akute Phase so ungefähr ein halbes Jahr. Und danach waren noch so die Nachwirkungen, sage ich mal. Also das Kalorienzählen zum Beispiel hat auch noch angedauert, als ich wieder normal gegessen habe und solche Sachen. Das dauert halt wesentlich länger. Ja, ich hatte halt die ganze Zeit Unterstützung durch den Therapeuten, der da auch noch was zugeschrieben hat. Und das hat mir selber viel geholfen, auch mein eigenes Handeln zu reflektieren. Und ich glaube, also das hat mich da sehr weit gebracht. Wie groß ist denn die Gefahr oder was glauben Sie, sind vielleicht so die Auslöser bei jungen Mädchen, dass sie dann ja, in die Magersucht rutschen? Ich glaube, es sind viel Selbstzweifel, auch unter anderem, glaube ich, ausgelöst einfach durch ein falsches Frauenbild, was publiziert wird oder was klargemacht wird. Und ja, dieses Nacheifern. Also ich glaube, da wird ein Ideal gezeigt, was nicht unbedingt zu verwirklichen ist oder nicht auf gesunde Weise für jeden zu verwirklichen ist. Und ja, so diese Angst dann, wenn man diesem Ideal nicht entspricht, nicht erfolgreich sein zu können oder nicht schön genug sein zu können oder was auch immer, die ist, glaube ich, ziemlich groß. Wie geht es Ihnen jetzt Ihnen im Nachhinein damit und wie gehen Sie vielleicht auch damit um, wenn Sie heute Menschen sehen, die an Magersucht erkrankt sind? Ich erschrecke mich in einer gewissen Weise, also auch wenn man das dann auf sich selber bezieht und sich überlegt, wie man das gar nicht merken konnte selber, auch wenn ich jetzt noch alte Fotos sehe. Ja, aber ich habe dazu eine Distanz, also ich kann das sehen und ich kann auch versuchen zu helfen, gerade wenn es in meinem Freundeskreis oder in der Familie ist. Aber ich glaube, jeder muss selber so diesen Willen haben und sagen, okay, ich will das jetzt nicht mehr und hier ist jetzt für mich Schluss und ich fange jetzt mit einem gesunden Leben an. Das ist ein schönes Schlusswort. Birte Jensen über Ihr Buch Das Leben ist nicht extra small und über das Thema Magersucht. Vielen Dank für das Gespräch.